Ja, ich freue mich, über das Thema heute zu reden, mein Geheimnis. Es ist ja die zweite Predigt im Rahmen von dem Viererblock oder der Viererserie, wo es darum geht, die geistliche Wahrnehmung so im Blick auf mich selber. Jetzt muss ich schauen, da, Technik, könnt ihr mir helfen? Da? Ja, super, danke vielmals. Das ist ja so ein Thema. Genau, jetzt geht es wieder nicht weiter. Da. Danke, mein Geheimnis. Das ist natürlich etwas Faszinierendes. Ich habe gemerkt, da könnten wir wirklich ein ganzes Seminar darüber machen. Ich sage auch ganz herzlich Danke den Leuten von der Dekoration, auch für die Figur da vorne. Ihr schaut die an und denkt, mal, so herzlich, so schön, wäre schön, wir hätten unsere Beziehungen so. Nur jetzt weiss man einfach nicht, wenn das lebende Menschen wären, was die wirklich denken, wenn sie sich umarmen. Und vielleicht hat der eine oder andere ein Geheimnis und dann merkst du plötzlich, ja, also so wie das aussieht, ist es in Tat und Wahrheit eigentlich gar nicht. Also, Geheimnis ist eine ganz faszinierende Geschichte. Es geht um das Thema Beziehung, wie es halt ist in unserem Leben. Beziehung zu Gott, aber auch Beziehung zu unseren Mitmenschen. Jetzt ist es in unserem Alltag so, wenn es um Wahrnehmung geht, gell, wahrnehmen heisst, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich spüre etwas, ich schmecke etwas und das nehme ich auf und aufgrund von dem, das tue ich dann verarbeiten, aufgrund von dem reagiere ich. Das ist Wahrnehmen. Ich nehme etwas wahr und wenn ich es nicht wahrnehme, dann kann es da sein. Es spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich es nicht wahrnehme, hat es keine Bedeutung für mich. Also ihr merkt, Wahrnehmen ist etwas ganz Zentrales für unseren Alltag. Und jetzt geht es nicht einfach um normale Wahrnehmung, sondern um geistliche Wahrnehmung. Also es geht darum, um die Dimension vom Reich Gottes und das ist noch eine ganz andere Geschichte. Gell? Wir haben ja unsere Selbstwahrnehmung. Also ich schaue etwas an und du schaust genau das Gleiche an. Und wir sehen nicht das Gleiche. Und das werde ich verdeutlichen noch mal anhand von diesem Block hier. Ich sehe diesen Balken und sage, hey, das ist ein breiter Balken. Das ist meine Selbstwahrnehmung. Und dann kommt jemand von dieser Seite und sagt, nein, Andreas, das ist überhaupt nicht ein breiter Balken, das ist ein schmaler Balken. Und schon hätten wir unter Umständen den grössten Krach. Und ihr merkt jetzt, wie wichtig dass das ist, die ganze Geschichte, wie begrenzt dass wir auch sind in unserer Wahrnehmung und wie wichtig dass es ist, dass wir eben eine Weite bekommen und auch realisieren, nicht immer, wenn wir etwas so sehen, wie wir es sehen, ist es vielleicht total richtig. Es kann sein, dass es auch ganz anders ist. Und der andere Punkt ist auch, dass es einfach Sachen gibt, die wir einfach auch nicht wissen. Gut, jetzt... Genau, das ist der Bereich hier, mein Geheimnis. Der öffentliche Bereich, das ist der Bereich, wo alle wissen. Dort muss ich mich nicht verstellen. Das wissen eh schon alle. Der öffentliche Bereich ist eigentlich so ein freier Bereich. Da kann ich wirklich ganz mich sein. Mein Geheimnis ist natürlich ein heikler Bereich, weil ich will ja nicht, dass die anderen das vernennen, was ich da weiss. Also schotte ich mich dort ab. Und beim anderen, dort mit dem blinden Fleck, das ist natürlich auch ein Problem. Also ein Problem ist es eigentlich nicht, weil ich merke es ja gar nicht. Aber die anderen sehen es und das hat dann eine Wirkung gleich wieder auf mich. Aber heute, wie gesagt, ist das Thema hier mein Geheimnis. Jetzt, die Idee von Gott wäre, dass der Bereich, der öffentliche Bereich, grösser wird. Das ist die Idee von Gott. Aber dass das passiert, muss etwas passieren auch bei mir. Und das, was wir heute anschauen, das ist eben, dass wir unsere Geheimnisse offenbaren. Ich werde heute reden zu diesen drei Punkten. Mein Geheimnis ist mein Gewinn, mein Geheimnis ist schon meine Gefahr und dann die Frage noch, was sollte ich tun? Ja, mein Geheimnis ist mein Gewinn. Und das ist schon eigentlich logisch, gell? Wenn du ein Geheimnis hast, dann hast du das aus irgendeinem Grund. Du hast es nur darum, weil du davon einen Gewinn hast. Wenn du keinen Gewinn hättest von diesem Geheimnis, dann würdest du das sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber der Gewinn kann zum Beispiel sein, dass es dich schützt. Du willst nicht, dass andere Leute Sachen von dir wissen, weil du denkst, wenn die das wüssten, dann würden die mich fertig machen. Also sage ich es gescheiter nicht. Oder etwas anderes kann auch sein, dass ich durch das Macht ausübe. Wenn ich etwas weiss, was die anderen nicht wissen, dann bin ich den anderen ein bisschen voraus. Und das kann ich natürlich dann nutzen für mich. Aber die ganze Geheimnisgeschichte ist wirklich eine ganz vertraute, schwierige, geschwörliche Geschichte. Ich möchte euch hier mit reinnehmen in die Situation von Josef. Der Josef, das war der Lieblingssohn von Jakob. Und seine Brüder hatten ihn auf der Latte, weil sie einfach gewusst haben, das ist so das Muttersöhnchen, der Lieblingssohn von Jakob, und sie waren sauer auf ihn. Und irgendwann hat sich der Frust so aufgebaut, dass sie gesagt haben, wir bringen ihn um. Dann haben sie dann gefunden, das ist doch ein bisschen zu krass.
Und dann haben sie ihn verkauft. Sie haben ihn an die Midianiter verkauft und die haben ihn dann gefangen genommen und haben ihn in Ägypten dann an Potiphar verkauft. Okay, aber das ist jetzt ein Geheimnis, gell? Das ist jetzt schwierig. Was soll jetzt machen dem Vater gegenüber? Sie haben den Geissbock gemetzelt, haben Kleider genommen vom Josef, haben die dem Geissbockblut innen getränkt und haben sie zurückgeschickt dem Vater. Ja, die haben ihm natürlich nicht gesagt, was sie gemacht haben. Warum haben sie das nicht gesagt? Warum sind sie nicht offen gewesen? Warum haben sie das Geheimnis gehabt? Ja, weil sie Angst gehabt haben vor den negativen Konsequenzen. Stell dir vor, wenn die Brüder dem Vater erzählt haben, du Papi, wir haben da deinen Lieblingssohn haben wir im Fall dann verkauft. Was wäre in dieser Familie denn los gewesen? Also, besser nichts sagen, es reicht, wenn wir das wissen. Und das ist etwas, was uns auch passieren kann in unserem Alltag, dass wir unsere Geheimnisse haben, dass wir Sachen nicht sagen, die wir sagen sollten. Wir müssten sie sagen. Wir müssten sie sagen fürs Miteinander, für gut können miteinander unterwegs sein, aber wir sagen es nicht. Wir sagen es nicht, weil wir Angst haben. Und dann denken wir, das sei gut, aber es ist überhaupt nicht gut. Weil für das tut man nur den Dampfkochtopf noch mehr anheizen. Das ist eine ganz tragische Situation, aber eine total verständliche Situation. Wenn man durch die Bibel durchgeht, dann sieht man das immer wieder. Es sind keine Menschen davor geschützt. Der Nikodemus, ein angesehener Mensch, ein Gelehrter, der ist zur Nacht zu Jesus gekommen. Ja, warum ist er zur Nacht gekommen? Weil er nicht wollte, dass das die Leute vernehmen und sehen, dass er da als Gelehrter und angesehener Mensch zu dem Jesus kommt. Also aufpassen. Das ist mein Geheimnis und mit dem schütze ich mich. Ja, und das ist eigentlich normal. Ich denke zurück, als ich in die erste Oberstufe bin, haben wir am Samstag noch müssen in die Schule und dann habe ich verschlafen. Und wir hatten einen Lehrer, bei dem hat es noch Tatzen gegeben. Also, wer das nicht weiss, Hand ausstrecken und mit einem Lineal drauf. Und dann hatte ich einfach so Schiss gehabt, weil ich verschlafen habe, dass ich meiner Mutter gesagt habe, hey, du musst dem anrufen, ich sei krank. Das war mein Geheimnis. Mit diesem Geheimnis habe ich probiert, mich zu schützen. Ja, und ihr merkt, ja, das ist wirklich ein Gewinn von diesen Geheimnissen. Wenn andere Sachen nicht wissen von uns, dann können sie es auch nicht verletzen. Aber jetzt gibt es ein grosses Problem, und das ist, wenn wir uns nicht offenbar machen, wenn wir unsere Geheimnisse einander nicht sagen, können wir auch nicht in tiefe Beziehungen hinein. Dann bleiben wir einfach immer an der Oberfläche. Und jetzt siehst du, auf der linken Seite hast du das Vertrauen und unten dran hast du Selbstoffenbarung. Selbstoffenbarung, das heisst, ich rede über das, was mich beschäftigt. Über meine Bedürfnisse, über meine Gedanken, über meine Ängste, über meine Fragen. Und jetzt merkst du schnell, wenn ich natürlich zu meinem Gegenüber nicht viel Vertrauen habe, wird die Selbstoffenbarung an einem kleinen Ort sein. Und dann wirst du merken, wir werden keine tiefe Beziehung haben miteinander. Wir werden irgendwann auch miteinander vielleicht sachlich umgehen können und das war's. Aber wenn du eine tiefe Beziehung willst, mit jemandem haben, dann musst du mit dieser Person können über dich selber reden. Sonst entsteht keine Nähe, es gibt keine Tiefe, es gibt keine Qualität dieser Beziehung. Dann kannst du einfach zusammenleben, aber du lebst komplett aneinander vorbei. Das geht auch. Aber wie gesagt, Qualität ist natürlich dann ganz etwas Oberflächliches. Und vielleicht merkst du jetzt, dass Geheimnis wie so ein Qualitätssiegel sind für Beziehungen. Gell? Wenn du viel Geheimnis hast in einer Beziehung, dann kannst du sicher sein, dass das nicht die beste Beziehung ist. Das andere muss man aber auch sagen, man muss auch aufpassen. Gell? Beziehungen sind auch nicht alle gleich belastbar. Es gibt wirklich auch Sachen, wo man muss sagen, es ist besser, wenn ich Sachen nicht sage, weil sonst die Beziehung belastet oder sogar wird kaputt gehen. Ja, es ist so, wir Geheimnisse bringen uns einen Gewinn. Sie schützen uns auf der einen Seite, aber sie geben uns auch Macht. Gell? Wenn du etwas weißt, was andere nicht wissen, dann hast du einfach ganz eine andere Handlungsmöglichkeit. Wenn du denkst an Kain und Abel, gell? Der Kain hat Sachen gewusst, die der Abel nicht gewusst hat. Er hat gewusst, ich gehe aufs Feld mit meinem Bruder Abel und dort werde ich ihn erschlagen. Ja, wenn der Abel das gewusst hat, dann wäre er sicher nicht mitgegangen. Und dann merkst du, ja, die Geheimnisse haben einfach auch ein Machtpotenzial. Sie öffnen uns Tür und Tor für Manipulation. Und mit dem bin ich beim zweiten Punkt. Ja, Geheimnisse haben auch
eine Gefahr. Was passiert, wenn du Sachen für dich behaltest? Also menschlich gesehen ist natürlich das gut, weil dann hast du Macht. Du nicht zu viel sagen von dir. Dann kommen die Leute dir nicht zu nahe. Dann bist du hinter auf der sicheren Seite. Dann hast du so einen Sicherheitsabstand, dann hast du so eine Distanz. Also menschlich gesehen ist das gar nicht ein schlechter Ort. Behalte möglichst viel für dich. Aber ich sage dir, wenn es dir um Beziehung geht, wenn es dir um eine tiefe, um eine vertraute Beziehung geht, wenn es dir um Qualität von der Beziehung geht, oder vor allem, wenn es dir um die geistliche Dimension von der Beziehung geht, dann pass auf vor Geheimnis. Weil Geheimnis, die tötet einfach. Die tötet, die verhindert die Nähe, die verhindert das Vertrauen, die verhindert die Beziehung und am Schluss auch das Leben. Wenn ich vorher die Geschichte angeschnitten habe vom Josef, musst du dir das einmal überlegen, was dort passiert ist. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, um uns hineinzudenken in die Situation. Aber hey, das ist emotional so eine Katastrophe, die dort passiert ist. Die Brüder verkaufen den Josef nach Ägypten, nehmen das Kleid, dünkeln sie Geissblockblut und schicken zum Vater. Was machen sie? Sie gehen nicht selber hin. Nein, das ist viel. Das heisst, sie schicken jemanden und sagen, schau, das haben wir gefunden. Und hat er gestummen, sie haben es ja gefunden. Aber sie haben die Geschichte, die eigentlich dazu würde gehören, die haben es nicht erzählt. Ja, sie sind ihm nicht unter die Augen gekommen. Und wenn du den Text so anschaust, hast du dir doch ja rein juristisch, haben die überhaupt nicht geschaut. Sie haben einfach nicht die ganze Worte gesagt. Sie haben einfach nicht alles gesagt, was sie gewusst haben. Ja, sie haben den Vater einfach ihre Schlüssel ziehen. Und was hat der Vater denn gedacht, als er das Kleid bekommen hat? Jakob zerriss seine Kleider und legte ein herrenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Kannst du dir den Vater vorstellen, wie der brüllt hat, wie der traurig war, wie der gefrustet war? Lange Zeit. Verstehst du? Und dann bist du im Umfeld von dem Mann. Und denkst, ja, was denkst du? Ja, schauen wir es an. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das liest, ich merke, bei mir gibt es fast den Gong. Ich denke, das ist unglaublich. Das ist wie kannst du so leben? Wie kannst du mit so einem Geheimnis leben? Das ist, ich will kaputt gehen in so einer Situation. Wie sollst du denn als Sohn von dem Jakob, dem Vater begegnen, wenn du merkst, dass alles ist von hinten bis vorne einfach verlogen? Wie kann man das Unrecht aushalten? Gut, jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ein bisschen hat es ja verdient, oder schließlich hat er den Josef immer vorgezogen. Also wir finden für unsere Geheimnisse immer irgendwie Erklärungen, warum das auch gleich gut und recht ist. Vielleicht ist interessant in dem Zusammenhang noch, gell, wer die Geschichte von Jakob kennt, der weiss, dass er jetzt hier eine Erfahrung macht, die er anderen auch zugemutet hat. Also er hat ja auch seine Geheimnisse gehabt. Er hat ja seinen Vater auch angeschaut im Blick auf den Erstgeburtssegen. Und jetzt macht er genau die gleiche Erfahrung im Blick auf die eigenen Söhne. Es ist eine riesige Tragik, die hier stattfindet. Ich rede jetzt nicht über Psychosomatik, was das alles, was unsere Geheimnisse für eine Wirkung haben auf unseren Körper, aber das wäre der Wert, darüber nachzudenken und dort näher hinzuschauen. Ja, schauen wir das Spannungsfeld an, gell? Das Vertrauen und Selbstoffenbarung. Und wenn du jetzt Christus nimmst, gell? Gott selber vertraut uns Menschen, kommt in der Person von Jesus Christus in die Welt hinein. Er offenbart sich uns. Er schafft Basis für eine tragfähige, gute Beziehung zu uns Menschen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Ja, und dann lesen wir in der Bibel, die Leute haben geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die Dynamik, die findet auch in unseren Beziehungen statt. Wenn du eine tiefe Beziehung willst zu jemandem, dann kommst du nicht darum herum, dich zu offenbaren. Und wenn du dich offenbarst und das Gegenüber ist offen, dann gibt das einfach eine bessere, tiefere Beziehung. Aber wenn die andere Person nicht offen ist, dann wird das Gegenteil passieren. Du wirst dich verletzt fühlen und wirst dich zurückziehen und denkst, nein, ich will eigentlich von dieser Geschichte jetzt nicht mehr wissen. Und mit dem bin ich jetzt beim letzten Punkt. Was soll ich machen? Wir haben gesehen, unsere Geheimnisse sind immer ein Gewinn und gleichzeitig auch eine Gefahr.
Und die grosse Herausforderung ist jetzt, oder deine Entscheidung, die du musst treffen musst, ist, bei wem willst du dich öffnen? Und mit was willst du dich im Blick auf einen anderen Mensch öffnen? Wir können auch in unseren Kirche zum Beispiel oder in unseren Beziehungen können wir immer auf der Sachebene miteinander umgehen. Und das ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir relativ gut miteinander umgehen. Wir kommen einander nicht zu nahe, aber es gibt eben auch wirklich keine Nähe. Es gibt keine vertraute Beziehung, es gibt keine Beziehungsqualität. Wir funktionieren dann einfach, weil wir alles sachlich abhandeln. Aber das ist nicht die Idee von Gott. Wenn ich dir sage, was mich beschäftigt oder was ich brauche oder wie es mir geht, dann löst das etwas aus. Ich denke, wenn wir austauschen, zum Beispiel über unseren Sitzungen, auch gestern wieder in der Gemeindeleitungssitzung, und jemand öffnet einfach das Herz und sagt, wie das ihm oder ihr geht, dann löst das einfach etwas aus. Die einen Leute sagen, ich will es gar nicht hören und ich bin dann mal weg. Und die anderen sind betroffen und sagen unter Umständen, du, mir geht es genau gleich. Und dann kommt der Dritte und sagt, mir geht es auch genau gleich. Und dann merkst du, jetzt bist du plötzlich von einer anderen Ebene. Und ich glaube, dass das Gott wette. Dass wir so eine geistliche Wahrnehmung haben, dass wir einen Zugang haben zueinander. Aber der Zugang, der passiert nicht automatisch, sondern da müssen wir bereit sein, uns selber zu offenbaren, uns selber zu zeigen. Und zeigen tun wir uns eben nur dort, wo wir auch ein Vertrauen haben. Jetzt gibt es bei den Geheimnissen zwei Bereiche. Es gibt bewusste Geheimnisse. Also das sind Sachen, die ich weiss, die weiss ich von mir und die sage ich aber nicht. Ich sage nicht, weil ich mich eben schützen will, oder weil es ein Vorteil ist, oder vielleicht sage ich es auch nicht, weil ich mich schäme. Denke so zurück, meine Schulzeit. Ich glaube, wir haben da gar nicht gross Sackgeld bekommen, aber ich hätte gerne auch Kaugummis gehabt. Und dann habe ich dort meiner Mutter das Portemonnaie rumgelegt und ich habe dort ein bisschen etwas mitlaufen lassen. Und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt mein Geheimnis. Und das Geheimnis hat mich aber belastet, bis ich irgendeinmal so ein schlechtes Gewissen hatte und gesagt habe, ich muss es einfach meiner Mutter sagen. Und sie hat dann positiv reagiert und das ist so etwas Geniales, einfach wenn man Geheimnis loswerden kann. Geheimnis können wirklich auch belasten. Geheimnis können fertig machen, Geheimnis können bedrücken. Und wenn man Geheimnis auftun kann, wenn man Geheimnis loslassen kann, kommt man plötzlich in eine unglaubliche Freiheit hinein. Ich staune manchmal zu sehen, wie Leute Geheimnis mittragen können über Jahre und über Jahrzehnte. Und werden es einfach nicht los. Und wenn sie hingehen würden und das Geheimnis einmal offenbaren, dann könnte ihnen jemand auch Vergebung zusprechen für die Situation, und die Sache wäre abgeschlossen und gegessen. Ja, manchmal sind die Sachen so einfach, es ist unglaublich. Aber gell, die Geheimnisse, die haben ja so tragische Konsequenzen. Das Blöde ist einfach, wir haben so gehört in der Lesung am Anfang, irgendeine kommt sie dann gleich aus. Und stell dir die Situation vor, dort, wo die Brüder müssen zum Vater kommen, die Brüder kommen von Ägypten und sagen, du Papi, wir haben hier in Ägypten den Josef getroffen. Denkst du, ja, super. Also, dort wäre ich gerne dabei gewesen und hätte zugelassen, was jetzt passiert in dieser Beziehung. Schwierig, schwierig. Und dann habe ich gedacht, was wäre passiert, wenn die den ganzen Mist früher thematisiert hätten? Was wäre passiert, wenn die Söhne gekommen wären und gesagt hätten, du Papi, das ist einfach nicht recht, wie du mit uns umgehst und wie du mit dem Josef umgehst, das finden wir einfach überhaupt nicht recht. Ja, dann wäre es auf dem Tisch gewesen. Dann hätte man es bearbeiten können und wahrscheinlich wäre die ganze Geschichte ganz anders abgelaufen. Ja, und dann gibt es eben die Sachen, die uns nicht bewusst sind und das ist noch gefährlich. Gell? Es gibt Geheimnisse, die merken wir gar nicht einmal, dass sie unsere Geheimnisse sind. Und vielfach, wenn wir Ärger haben oder Spannung oder Streit oder Konflikt, dann ist das der Grund, dass wir Geheimnisse haben, die uns gar nicht bewusst sind. Der Marshall Rosenberg, das ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der hat einmal gesagt, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, tun es andere auch nicht. Ja, und wenn du merkst, dass deine Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, dann wirst du gefrustet sein, du wirst dich ärgern oder traurig sein. Da passiert einfach emotional etwas bei dir. Aber jetzt muss man gleichzeitig sagen, ja, wenn du deinem Umfeld nicht kommunizierst, was deine Bedürfnisse sind,
Wie sollen die denn das wissen? Ja, wir könnten den Satz wahrscheinlich noch zuspitzen und sagen, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, können es andere auch nicht. Was für eine riesige Tragödie. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du dich an irgendetwas ärgerst, wenn du über irgendetwas gefrustet bist, dann du doch überlegen, ob du schon mit den rechten Leuten über das Thema geredet hast. Du doch überlegen, ob du denn deine Bedürfnisse schon mal adressiert hast. Oder ob du das einfach permanent in dich hineingefressen hast und irgendwann nur noch explodierst. Es geht immer um Beziehung. Gell? In diesen ganzen Geschichten, die wir anschauen, geht es immer um Beziehung. Und wenn wir das anschauen hier, mit dem Vertrauen und der Selbstoffenbarung, dann merken wir, das braucht Nähe. Gell? Du kannst nicht denken, dass du in einer Beziehung lebst und die Beziehung wird tiefer, wenn du dir für die Beziehung keine Zeit nimmst. Das ist nicht nur in der Ehe so, das ist nicht nur in den Freundschaften so, das ist auch bei uns in den Kirchen so. Wenn ich einfach am Sonntag in den Gottesdienst komme, denke ich, das ist ja schön, dass du da bist. Aber dann sage ich, für eine vertiefte Beziehung reicht das nicht. Und wenn Beziehung nicht tiefer ist, dann wirst du schnell einmal Schwierigkeiten bekommen, weil einfach Misstrauen da ist. Weil du durch Sachen nicht klären und nicht dann tust du Sachen interpretieren und dann ist in der Kürze einfach das grösste Feuer, das brennt. Ja, was möchte Gott? Und davon bin ich überzeugt, Gott wette, dass wir mehr über das reden, was wir brauchen, was wir denken und wie es uns geht. Das muss nicht mit allen Leuten sein. Aber ich glaube, dass Gott das wette. Und wenn wir das tun, dann werden wir uns verstanden fühlen. Und jetzt geht es nicht um Parteilichkeiten, dass ich die rechten Freunde finde. Sondern wenn ich das oute, dann, wenn ich das sage, dann merke ich plötzlich, jetzt sagt jemand anderer etwas ganz anderes. Und dann merke ich, aha, Andreas, ich kann die Sache ja noch ganz anders anschauen. Und anders heisst nicht falsch. Und dann merke ich, das gibt mir wieder Verständnis und Weite. Und dieser Weg ist Gefahr gross, dass ich mich einfach dann zurückziehe und versuchen. Gut, ich komme zum Schluss von dieser Predigt. Mir hat das noch angesprochen. Vielleicht weißt du, dass das die erste Frage ist, die Gott gestellt hat in der Bibel. Die erste Frage, die Gott stellt in der Bibel, die heisst: Adam, wo bist du? Also, das heisst, Gott lässt den Adam ein, sich selber zu offenbaren, um wieder eine Basis zu schaffen, wo man miteinander in vertiefte Beziehung kommen kann. Kurzfassung, mein Gewinn, gell, das musst du einfach wissen, Geheimnisse, die du hast, von denen hast du einen Gewinn. Sie können dich schützen und mit denen hast du auch Macht. Aber die Geheimnisse, die du hast, sind auch in Gefahr, weil sie schaffen Distanz und sie verhindern vertiefte Beziehungen. Und wenn du dich jetzt fragst, was sollte ich denn tun, dann werde ich dir einfach die Frage mitgeben. Tu doch überlegen, in wem könntest du was sagen, wo du dich offenbaren und durch das noch eine vertiefte Beziehung werden kann. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du es gern hast. Du bist ein Gott, nicht einfach vom Recht und von den Gesetzen und von der Moral, sondern du bist ein Gott von der Beziehung. Du bist ein Gott, der uns gern hat. Du willst mit uns in Beziehung sein und du willst ja, dass wir miteinander in Beziehung sind. Und wir stehen manchmal an. Ja, wir haben wirklich unsere Geheimnisse und bitte dich einfach, Vater, tu deine Augen auf, dass wir frei werden. Frei für dich, aber auch frei im Blick auf unsere Mitmenschen. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um genau das für uns zu wollen, dass wir als freie und befreite Menschen miteinander leben können. Amen. Darf ich euch bitten, von der Ben